Das ist ein Schaufenster, in dem ich den, die Schlussprüfung zeige, die ich elektronisch durchführe, mit einem Multiple Choice für den Kurs Physik im ersten Semester. Das sind 16 Wochen und 2 Stunden pro Woche. Für die höhere Fachschule, Abteilung Holztechnik an der Berner Fachhochschule. Wir sehen hier den elektronischen Kurs und darunter haben wir das Quiz. Das Quiz besteht aus 118 Fragen und es werden immer 3 auf einer Seite angezeigt. Es gibt ganz unterschiedliche Fragentypen und wir schauen uns jetzt mal eine Wissensfrage an. In welche Richtung zeigen die Feldlinien eines Kompasses im Raum um seine Nadel herum? Ein zweiter Fragetyp ist eine Verständnisfrage. Stelle dir vor, eine Spule vor dir ist im Uhrzeigersinn von rechts nach links gewickelt. Der Strom fließt durch die Spule von links nach rechts. Und wir haben eine Anwendungsfrage. Das bedeutet, die Studierenden müssen herausfinden, wie man ein praktisches Problem löst. Wie kann man bei 2 Stäben gleicher Dimension, Gewicht und Farbe entscheiden, welcher der beiden ein Permanentmagnet und welcher ein Eisenstab ist? Der Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe resultiert daraus, dass ein Gerät im Zusammenspiel seiner Komponenten analysiert und verstanden sein muss, was über reines Wissen und Verständnis hinausgeht. Der Widder ist eine Vorrichtung, um Wasser von einem tieferen zu einem höheren Niveau zu befördern, und zwar mit Hilfe der kinetischen Energie des fließenden Wassers. Frage: Wieso wird beim Widder der Hammer im Ausflussgefäß angehoben? Diese Frage, die von der Beschreibung eines beobachteten Phänomens ausgeht, zielt in Richtung Analyse und Beurteilung. Die Frage lautet: Ein Styroporball und ein Aluzylinder hängen im Gleichgewicht an einer Waage. Im Vakuum sinkt der Styroporball ab. Entstanden ist dieser Test, indem ich die Studenten gebeten habe, Fragen zu formulieren. Ich konnte dann die Fragen nicht eins zu eins übernehmen, aber die Studenten haben mir mit sehr viel Fantasie einen Reichtum an Fragen beschert. Nach großem Aufwand waren dann die Fragen so formuliert, wie sie jetzt dastehen. Es war mein erster Versuch, einen elektronischen Test zu machen, und ich habe mich beschränkt darauf, einen reinen Multiple-Choice-Test zu machen. Elektronische E-Learning-Medien bieten aber auch andere Fragentypen an, wie zum Beispiel Lückentext oder Auswahlfragen oder Zuordnungsfragen, die sicher auch einen Sinn machen, hier eingebaut zu werden. Hier werden sie jetzt nicht vorgefunden, weil ich mit einem reinen Multiple-Choice-Test begonnen habe. Gibt es außer dieser Online-Prüfung weitere Prüfungen?
Also es handelt sich bei diesem Kurs um ein Semester und in der Mitte des Semesters gibt es eine Prüfung im klassischen Stil, eine Probe, das kann ein Aufsatz sein, das kann eine Berechnung sein. Und am Ende des Jahres, also Semesterschlussprüfung, ist dann dieser elektronische Test. Wie ist die Gewichtung zwischen der ersten Probe und dem Online-Test? Die beiden Prüfungen zählen je 50-50 für die Schlussnote im Zeugnis nachher. Die aktive Phase, die Lernphase, findet während der Vorbereitung statt, ganz klar. An der Prüfung gibt es nur noch ein Abliefern. Da findet nichts Intellektuelles mehr statt. Ich habe oft beobachtet und wurde auch gefragt während den Lernphasen, wie die Studierenden über Fragen diskutierten, weil sie nicht einer Meinung waren, weil sie meine Antworten anzweifelten. Und dann musste ich mit ihnen ausdiskutieren, warum jetzt Antwort B und nicht C. Bei dieser Art Prüfung ist das die wertvolle Phase. Wenn sie miteinander diskutieren, warum jetzt die Antwort C richtig ist und nicht B und so weiter. Müssen sich die Studierenden speziell auf diese Prüfungen vorbereiten? Welche Erfahrungen gibt es dazu bisher? Dass man einen elektronischen Test nicht durchführen kann, wenn die Studenten diesen Test nicht vorher geübt haben. Entweder denselben oder einen sehr ähnlichen. Wenn sie nicht wissen, wie man navigiert im Test und so weiter. Also es sind banale Sachen, die den Studenten dann zum Scheitern bringen. Wichtig ist wirklich, dass, und das habe ich Ihnen auch gegeben, diese Möglichkeit, diesen Test in geordneter Fragenreihenfolge mehrere Male durchzuspielen, damit Sie auch, wenn Sie im ersten Versuch bis Frage 20 gekommen sind, dass Sie dann dort einsetzen konnten. Und bei der scharfen Prüfung, als es dann zählte, habe ich die Fragenreihenfolge vertauscht. Und auch die Antwortreihenfolgen habe ich vertauscht, damit Sie die Sache wirklich lesen müssen. Gibt es Erfahrungen rückblickend einmal von deiner Seite über den Aufwand, solche Prüfungen zu erstellen und zum anderen von der Seite der Studierenden? Ich kann sagen, dass ich, also auf Studierendenseite, kann ich sagen, dass ich relativ viel Energie abgezapft habe für mein Fach, weil die Studenten durften ja den genau selben Test einfach in geordneter Fragenreihenfolge üben. Da wussten sie, wenn wir das machen, dann holen wir auch die Punkte an der Prüfung. Deswegen habe ich relativ viel Lernenergie abgezogen für meinen Kurs, was dann halt den Kollegen ein bisschen geschadet hat, vielleicht in ihren Fächern. Vom Aufwand her für mich, diesen Test zu schreiben, dass dieser Test, von dem wir sprechen, ist ein Multiple-Choice-Test und hat 117 Fragen und dauert dann 20 Minuten. Der Aufwand, um diesen Test zu schreiben, ist recht groß. Ich habe die Studierenden dazu benutzt, mir die Fragen zusammenzustellen. Jeder musste über ein gewisses Kapitel 10 Fragen schreiben. Und dann musste ich aber sämtliche Fragen und Antworten durchlesen und komplett abändern. Das Einzige, was ich eigentlich benutzen konnte von den Studierenden, war der Ideenreichtum, die Fragenvielfalt. Und die Antworten und die präzisen Formulierungen, die kann einem niemand abnehmen. Also der Aufwand, so einen Test zu schreiben, ist groß. Gibt es dazu Rückmeldungen von Studierenden über den Lernerfolg oder Lerneffekt dieser Phase, in der sie selber eine Prüfung eigentlich konzipieren sollen? Sie haben sich ziemlich genau in diese Richtung geäußert auch. Sie haben gesagt, dass der Test, den finden sie eigentlich nicht gut, weil da eben nichts Intellektuelles passiert. Das ist nur ein Abliefern. Viele haben es als Auswendiglernerei abgetan. Aber bei der Reflexion haben Sie dann gemerkt, dass während der Lernphase war es schon ziemlich wertvoll. Könnte man das abändern in irgendeiner Form, dass auch die Prüfung nachher nicht nur eine Proforma-Übung ist, sondern dass der Aussagewert der Prüfung nachher vergrößert wird? Das habe ich mir schon überlegt. Der Test ist so ausgelegt, dass es zu jedem Thema 20 Fragen gibt. Und ich könnte eigentlich 10 Fragen nehmen zum Üben und dann eine andere 10 zum Testen.
Jetzt habe ich 2 Jahre Erfahrung mit dem Umfang der Fragen und mit den erzielten Resultaten in 20 Minuten. Ich weiß ziemlich genau, dass das ganz knapp erreichbar ist. Wenn ich einen neuen Test gebe, wo Sie die Fragen noch nicht kennen, dann müssen Sie jede Frage selber für sich durchdiskutieren und dann müsste ich sicher die Maximalpunktzahl deutlich anpassen. Respektive die Zeit verlängern für die Bearbeitung. Ja, beides, ja. Mhm. Mhm. Ja.